Freunde des gepflegten Survival-Abenteuers und aus meiner Sicht guten Morgen. Denn es ist mal wieder früh am Tag und es wird mit Sicherheit... Ich hasse diese Schritte. Früh am Tag und es wird mit Sicherheit... Oh geil, können wir jetzt kleine Steine finden. Ziemlich warm heute, das ist jetzt schon ziemlich berstig. Es hat ein Mikro-Update gegeben. Und wir sind jetzt in der Version 004b. Also das B ist hinzugekommen, diesmal gab es sogar Patch-Notes. Ich habe sogar ausnahmsweise reingeguckt und ich habe mir gedacht, alleine aus dem Grund, wo ich das gesehen habe, willst du dann doch mal gucken. Eins hat sich schon mal bewahrheitet, es ist etwas performanter geworden. Das ist schon mal schön, wie ihr hier sehen könnt, hat sich hier so ein bisschen was getan. Zum Beispiel Skylightning können wir jetzt an- und ausmachen. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich bringt oder wie gut das aussieht. Das müssen wir gleich mal gucken. Wir können jetzt hier das Terrain noch einstellen. Parallax Occlusion, klingt alles so super. Relief, Simple, Classic. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Hier hat sich wenig getan, alles Klärchen. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist, so wie wir es kennen und so, wie es hier echt schweinedunkel ist. Und ja, was wollen wir denn mal machen? Da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt so, guckst du mal, es gab, wie gesagt, ein Mikro-Update mit ein paar... schönen Sachen. Der Ball soll auch nicht mehr rumbouncen, wenn er irgendwo am Boden liegt. Performanzer ist es also so mit den Einstellungen, wie wir vorher gespielt haben, habe ich jetzt mal lockerflockig während der Aufnahme 15 Frames mehr. Das ist doch schon mal schön. Das ist ungefähr wieder das, was ich vorher hatte in der 003er Version. Schick. Nein. Das ist echt ein kleiner Felsen, oder? Macht keine Geräusche. Hey, Axt, komm schon mir. Und hier liegt ordentlich Glabimsel rum, was wir jetzt natürlich mal einsammeln werden. Soda, lecker. Das ist natürlich jetzt erstmal eine gute Möglichkeit. Okay, warum liegen jetzt überall kleine Steine? Und ich frage mich, sind die kleinen Steine andere Steine als die großen Steine? Ha. Ja, das sind auf jeden Fall andere Steine. Dürfte ich meine Axt wieder haben? Nein! Dann haben wir sie mal wieder gedupt. Und da, den haben wir auch gedupt im Endeffekt. Das ist immer noch ein dupendes Vergnügen für groß und klein. Na gut, so soll es dann wohl mal sein. Also interessant ist herauszufinden, wofür auch die Neuerungen sind. Es dauert jetzt auch ein paar Tage bis zur nächsten Version. Habe ich auch einen Kommentar gestern gekriegt, unter der letzte Folge. Wie vom Wochenende, hey, das ist noch irgendwie 12 Tage dauert oder so, bis zur nächsten Version. Aus meiner Sicht sind es jetzt auch so 11 Tage, ein paar Stunden. Ein paar zerquetschte. Und ja, ich bin, wie gesagt, auch sehr gespannt, aber ich möchte dieses Mikro-Update halt, wie gesagt, ganz gerne nochmal miterleben. Es soll ja noch was Schönes geben und eigentlich müssen wir uns aus dem Grund zurück in gen Heimat erstmal bewegen. Oh, hier ist unser altes Lager und wir können es wieder anstücken. Okay. Bin überlegen, ob ich mir vielleicht nochmal ein, zwei Fische fange. Moment, ist hier ja Herz... Also diese kleinen Steine sind was Neues, würde ich mal behaupten. Aber von denen habe ich eigentlich nichts ge... Also es stand ja was von ein paar überraschenden Neuerungen drin. Das könnte eine davon sein, weil ich kenne die kleinen Steine so nicht, die wir jetzt hier überall finden. Die wir jetzt hier überall finden. Und jetzt haben wir auch wieder 3 Fische. Wunderbar. Kleine Bäume. Irgendwie, ja doch, es sieht ein bisschen anders aus. Also es macht, also man merkt, dass sie da so ein bisschen was geändert haben. Jetzt nochmal mit so einem Mikro-Update. So, jetzt sind wir voll mit Fisch. Fisch! Keine Ahnung, uns werden 3 Stück angezeigt. Mehr, nicht mehr. Okay. Warum auch immer. Wir haben ganz schön viel Krimskrams. Steps fangen natürlich wieder bei 0 an zu zählen. Habe ich das gehört? Das ist auf jeden Fall geblieben. Man ist einfach immer schön paranoid in diesem Game. So wie man es sich wünscht. Ah, weg mit dem Mistdingern. Ich will sie nicht. So. Wo
Wo kamen die denn her? Ich habe sie nicht gesehen sofort direkt. Außerdem soll der Schaden jetzt ein bisschen besser sein. Auch der Feldschaden, das hatte ich eigentlich nicht vor auszuprobieren. Es ist immer noch schade, dass man halt keine... Also sie sind... Sie schlafen tagsüber. Das würde jetzt gerade auch mal wieder dazu passen. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, den Stein an den Kopf zu wuppern. Aber andererseits mag ich das auch nicht tun wollen. Die gehen hier hoch. Und da hinten kommen noch mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich gehe mal leise und heimlich hier hinten hin. Ja, ja, ist gut. Im Zweifelsfall habe ich bald ganz viel Vergnügen. Im Zweifelsfall gehe ich mit den Haien schwimmen. Das Problem ist, ich müsste auch was essen wieder. Weil Energy ist langsam Ende. Wie viel haben wir da? 6 Sodas. Wir haben... Da haben wir erstmal genug von. Also rein damit. Eieieieiei. Ein Mikro-Update mit bösen Überraschungen schon mal direkt zu Beginn. Ich hätte vielleicht etwas früher rennen sollen. Das ist jetzt das größte Problem. Wie kommen wir jetzt... Also die sind hier oben alle irgendwie auf dem Weg. Es ist ja auch Vollmond. Vielleicht gehen die Vollmondnächten ja wirklich da oben zu ihren Bäumen. Das hieß auch, wir hätten noch ein Problem. Wir kommen nämlich an noch so ein Ding vorbei. Auf dem Weg zur Heimat. What the fuck? Was machen die denn da? Ja, super. Ein paar hohe Lanzen haben sie hingestellt und ich weiß nicht, was sie damit vorhaben. Ey, ich kann mich doch jetzt nicht mit den Haien anlegen. Das Problem ist, ich sehe das gerade als einzige Möglichkeit, hier irgendwie zu entkommen. Ich hasse diese Schritte. Da stehen sie. Ich möchte mir das da gerne anschauen und herausfinden, was es Neues so gibt. Ich habe mir gedacht, das Mikro-Update nimmst du mit, dann nimmst du auf jeden Fall nochmal ein, zwei Folgen auf, auch wenn du dadurch ein bisschen mehr Vorrat hast, als du eigentlich haben möchtest, aber ja. Umso mehr könnte man die Steine mal ausprobieren. So, ich mal gucken. Ist nicht irgendwo böse Haiflossen? Nee, noch nicht. Uff. Also ich gucke mich hier auf jeden Fall immer ganz paranoid um, weil ich einfach keinen Bock habe, gebissen zu werden von hinten. So, der Mond, der blutrote Mond geht unter. Ja, da stehen sie, da gehen sie. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil wir mal so ein bisschen Kopf hoch machen, ist ein bisschen heller. Da unten sieht man es jetzt gerade weg wandern. Oh, ja. Alpha, ich sag nichts. Aber auf jeden Fall ein bisschen was fürs... Feeling getan. Aber what the fuck wollen die hier? Oh, jetzt gehen sie auch richtig schön in den Sonnenaufgang. Ich habe mir gerade gedacht, guckst du mal da hoch? Ja, da stehen noch mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier echt tierisch aufpassen, was ich mache, wo ich hingehen werde. So, was ich aber mal ausprobieren werde, ist das hier mal anzumachen. Ich werde einfach mal wissen... Na, ein bisschen Frames weniger. Naja, aber nicht sehr viel. Eigentlich gar keine. Wenn es noch schöner macht, ne? Durch diese neuen Optionen soll man halt wie vor allem auch performancemäßig es etwas genauer einstellen können für die Rechner. Das finde ich, also das Einzige ist, dadurch wandert die Framerate deutlich mehr hin und her. Und ich merke jetzt keinen wirklichen Unterschied. Naja gut, behalten wir es mal so im Hinterkopf. So, jetzt haben wir ein Problemchen. Ich werde jetzt mal ganz leise. Oh, meine Güte. Kannst du den Warstein?
Hat jetzt nichts gebracht, außer mich gegebenenfalls in Schwierigkeiten zu bringen. So, ich gucke mir erst mal, was die sich hier angeguckt haben. Diese hohen Dinger sind neu, oder? Die sind nicht so wirklich neu. Oh, guck mal, die haben uns ein Fotoapparat mitgebracht. Ach, ist das schön. Oh, wie nett. Die sind neu. Mag ich behaupten. Heißt wahrscheinlich, die haben mich hier kurz gesehen, sind dann hierher gerannt. Da ist ein Riegel, den möchte ich noch mitnehmen. Jetzt muss ich echt immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Steine in die Tasche stecke. Und wir sollten uns langsam aber sicher mal wieder gen Heimat bewegen, um das Neue ausprobieren zu können. Okay, mit diesen ganzen Felsen, wie gesagt, das ist irgendwie noch so ein bisschen irritierend. Ich frage mich, was es hier noch für Secret-Erneuerungen gegeben hat. Das ist ja auf jeden Fall schon, also mit diesen Mini-Felsen auf jeden Fall, diese Wurfgeschossen schon mal da. Wir werden dann, wenn wir daheim sind, auch mal ins Crafting-Buch gucken. Da liegt wieder ein Doda. Ein Toda. Und mal schauen, ob es dann, nein, wieder nur so ein Mini-Teil. Hallo, hi. Kann ich hier hin? Nein, kann ich nicht. Die Dinger nehme ich natürlich auch noch furchtbar, furchtbar gerne mit. Die Möwen scheinen jetzt, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber dass die so auf den Hai fliegen jetzt, das habe ich zumindest noch nicht beobachtet. Die Möwen, die Kannibalen der natürlichen Natur. Mit, keine Ahnung. So, die da hinten sehe ich jedenfalls nicht mehr, aber ich kann auch weit genug weg sein, dass ich sie nicht mehr sehe. Ach, ist das Seeglas? Ja, nee, schwimmen wollte ich nicht. Da sind auch ein paar Haie inzwischen. Die scheinen auch nur tagaktiv zu sein. Hoppa. Na egal, auf und davon. Ach, ich muss mal husten. So, einmal abgehustet. Hier geht es in eine Höhle rein, in die ich nicht rein möchte im Moment. Wie gesagt, wir rennen jetzt erstmal genozidmäßig. Nein, natürlich nicht. Wir rennen einfach jetzt gen Heimat. Okay. Hauen hier noch so ein paar Sachen mit um. Dass wir hier vielleicht mal so ein paar neue Blätterchen bekommen. Überall Stöcke, überall alles. Überall voll. Weil da steht ja immer nur Leaves Collected. Ah, die berühmten Beeren. Jetzt gucken wir mal ins Buch. Was sagt das Buch nochmal? Das Buch sagt, die Beeren, die zu zweit hängen, sind giftig. Die in der Traube sind gesund. Die hängen in der Traube. Ausnahmsweise mal die richtigen Beeren. Nein! Oh! Wo ist das Ding? Da ist es. So. Und hier auch ganz viele Tiere. Wunderbar. Im Wald ist die Framerate wieder ein bisschen weiter runtergegangen. Okay, okay. Aber wir sind zumindest dieses Mal immer noch über 30. Nicht so wie beim letzten Mal. Wo es doch deutlich inperformanter gewesen ist. Also da haben sie auf jeden Fall was getan. Das merkt man schon. Auch am Terrain soll sich ein bisschen was geändert haben. Ich weiß nicht was. Wir werden es herausfinden vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Version, sondern erst mit dem großen nächsten Update. Ich bin auch gespannt, was dann wieder Neues kommt. Ich hoffe, ein paar neue Sachen zu bauen. Wir sind schon wieder außer Atem. Aber na gut, na gut. Auf jeden Fall schon mal interessantes Verhalten bei Vollmond. Merke, bei Vollmond wegbleiben von diesen komischen heiligen Bäumchen. Zumindest schiebe ich es jetzt erstmal darauf, weil ich dieses Verhalten vorher so noch nicht beobachtet habe in dieser Version. Und keine Ahnung habe, ob das irgendwo anders geschuldet ist oder ob es damit zu tun hat. Also zumindest nicht, wenn roter Vollmond ist. Wäre natürlich cool, wenn man hier wirklich so richtige Mondphasen drin hätte und die halt auch irgendwelche Rituale machen könnten. So, da. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt mit Absicht nicht für gemutet. Und doch, hier hat sich etwas geändert, oder? Oder lädt das jetzt nur so deutlich anders nach? Nee, es sieht auch komplett anders aus hier. Der Boden. Es sieht jetzt alles so steinig aus. Hallo, Hallöchen.
Ah, unser Effigy ist noch da und die Bäume sind alle wieder da. Und unsere Häuser sind hier so nicht da. Ja, das ist fein. Das ist das Wichtigste, dass das noch da ist oder wieder. Ja, immer noch. Wunderbar, dann können wir mal runtergehen und gucken. So, jetzt nicht stürzen, wie gesagt. Ich möchte den neuen Sturzschaden nicht ausprobieren. Ich habe da kein Verlangen für. Das hier ist immer noch ein guter Eingang. Also hier können wir zumindest dann so einzeln wegprügeln, solange sie nicht oben rüber klettern. Scheint aber nichts zum Reinstecken dafür. Ein paar Baumstämme hätten wir noch. Hier hat sich nicht so viel getan. Ne? Gucken wir mal. Palim, palim. So, gucken wir mal alles schön durch noch in dieser Folge. Ja, Jostat hier. Das ist alles nach wie vor. Ich glaube, so ein Standing Fire werde ich mir auch mal bauen. Einfach mal, um das Lager hier ein bisschen auszuleuchten, damit sie uns auch einfacher finden. Das sieht jetzt alles, das haben sie ein bisschen vom Aussehen her verändert, vom Overlay. Custom Building Parts ist noch nicht viel dazu gekommen. Die Wegweiser, Bänke, Fallen. Happy Birthday Trap, finde ich immer noch super, den Namen. Store lives rabbits in the cage and watch them multiply. Bin gespannt, wann das funktionieren wird. Und was ich immer noch am erstaunlichsten finde, dass wir keine Seile brauchen. Ich frage mich ja, wann die mal richtig reinkommen. Oder ob sie es inzwischen sogar sind. So, Houseboat wäre natürlich was. Effigies. Ah, nö. Also ich sehe jetzt hier so auf Anhieb nichts Neues. Außer wir werden jetzt mal was ausprobieren. Ich werde es dafür trotzdem mal Collect setzen und hoffe, dass es funktioniert und dann werden wir diese Folge hier beenden und vielleicht noch ein bisschen rumhampeln, je nachdem, ob es jetzt funktioniert. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Dann gehen wir so ein bisschen in der Kurve hier, ne? Ja, also ich möchte den Strand als Strand bewahren irgendwie. So, mal gucken, ob es jetzt... Ja, es ist drinne. Wir können wieder abreißen. Das ist eine Neuerung, die ich super finde und die, über die ich mich jetzt auch richtig freue, dass wenn man mal was falsch gesetzt hat in Panik, dass man das wieder abändern kann. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.